Hey Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch gut. Einen wunderschönen guten Tag. Heute sind wir hier für We Eye. Freunde, wir gucken uns deren drittes Album an, nämlich Identity Action. Ja. Habe ich ja schon angekündigt im letzten We Eye-Video, dass ich das jetzt direkt hintereinander drehe, ne? Ich kann es nämlich kaum erwarten. In diesem Album ist der Titeltrack Bye Bye Bye. Und das ist ein Lied, was ich schon kenne und was ich auch sehr, sehr mag. Ja. Mich hat deren zweites Album schon so ein bisschen enttäuscht. Also da war nichts dabei, wo ich sage aktiv, okay, das ist schrottig und Müll. Aber da war auch nichts dabei, wo ich gesagt habe, oh, das liebe ich jetzt, ne? Von daher wird es Zeit für ein gutes We Eye-Album, meiner Meinung nach. Und ich hoffe dann doch, dass das hier das wird. Die Lieder, die wir uns anhören werden, sind Bye Bye Bye. 16 Rui. Ich meine, Rui sind ja die, die Fans, also die Fanbase heißt ja so. Dann haben wir Ocean. Wir haben Waiting. Und wir haben White Light, absolut, absolut. Da Bye 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 das einzige Lied mit Musikvideo ist, schieben wir das wieder in die Mitte. Das heißt, das hören wir als drittes. Wir fangen mit White Light an und ich würde sagen, wir legen auch direkt los, weil was soll denn hier der Geiz, ne? So, Freunde, hier sind wir. Ich wollte noch kurz ansprechen, dass ich gerade ein anderes Video am Exportieren bin. Das heißt, wenn gleich irgendwas aufploppt oder ihr ein komisches Geräusch hört, das ist es, Freunde. Okay, White Light, wir hoffen, es ist gut. Let's go. Okay, finde ich bisher ganz gut. Also geht er in ähnliche Richtung wie Winterflower, genau. Finde ich aber, glaube ich, besser als Winterflower bisher. Ich fand Dächern sehr, sehr gut und auch die anderen klangen bisher gut. Ich mag die Melodie. Ein Mädel schlawinert hier rum, ne? Also da wundern wir uns bitte nicht. Ja, bisher finde ich das echt gar nicht mal so schlecht. Ich finde das bisher ganz cute. Okay, Daehyun fand ich sehr, sehr nice. Ich finde so diese ruhigeren Rap-Passagen macht er richtig gut. Ich glaube, mein Problem mit Dongheun, ich habe ja in Winterflower gesehen, dass er mir gesanglich auf jeden Fall gefallen kann. Ich habe das Gefühl, dass die Passagen, die man ihm oft gibt, so ein bisschen hoch sind für seine Stimme. Dementsprechend, weiß ich nicht, bin ich da manchmal nicht so ganz zufrieden mit, aber Daehyuns Part fand ich gerade sehr, sehr nice und ich hoffe, dass Johann da gut weitermacht. Ja, also ich finde, das sieht auf jeden Fall besser als viele Lieder aus dem zweiten Album. Also ich würde das hier besser finden als Dancing in the Dark oder auch Diffuser und so. Also wir sind auf jeden Fall auf einem besseren Weg. Natürlich begeistert mich das hier nicht, ne? Sonst würde ich ja hier abfangirlen, ne? Aber das bin ich nicht am machen. Ich bin auch am überlegen, ob ich mir das Lied nochmal anhören müsste. Aber für einen Einstieg ist das in Ordnung. Oh,
Was man aber natürlich positiv hervorstellen muss, ist schon so das Talent und die Wandelbarkeit der Members. Ne? Also wir haben jetzt sowohl Johan als auch Jongha als auch Daehyun, die alle Rap-Passagen übernehmen, aber wenn es darum geht zu singen, die auch gut klingen. Also das ist natürlich mega gut. Mir fehlt noch so ein bisschen so der Eyecatcher. Ich hoffe, dass ich den noch irgendwann finde. Ich meine, was deren Charaktere angeht, gibt es Leute, die einen total in ihren Bann ziehen. Aber was so das Musikalische angeht, fehlt mir das so ein bisschen. Aber talentiert sind die Jungs. Gerade klang Johan auch sehr gut. Das kam so richtig aus der Kehle. By the way, meine verwirrten Gesichtsausdrücke in diese Richtung. Irgendwas war laut unten. Es sind meistens Türen. Ja, also wollte ich nur mal gesagt haben. Johan, gut, gut, gut. Ja, das sieht halt auf jeden Fall Potenzial. Ich glaube, wenn ich mir das auf mein Spotify packen würde, dann wäre die Situation, in der ich mir das Ganze anhören würde, nicht eine Situation, in der ich aktiv Musik höre und in der meine ganze Konzentration auf der Musik liegt. Wenn ich dagegen gerade an der Hausarbeit oder was auch immer sitze, dann lässt sich das Ganze auf jeden Fall easy hören. Von daher bin ich am Überlegen, ob ich mir das auf mein Spotify packen würde oder nicht. Aber alles in allem für den Einstieg ein gutes Lied. Okay, nächstes Lied ist Waiting. Das geht nur knapp 3 Minuten. Das ist toll, das appreciaten wir. Die Jungs sehen fantastisch aus. Uff, 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 Junge. Uff, 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 uff. Uff, gut, gut, gut. Okay, let's go. Okay, finde ich bisher annehmbar. Dieses This You von Dongan fand ich gut. Ich hoffe, dass dieses Lied im Refrain nicht auch wieder in so eine Dance-Richtung geht, weil davon haben die wirklich in ihrer Diskografie momentan schon mal genug. Ja, ich finde, das Lied geht so ein bisschen in eine andere Richtung als die anderen Lieder, die bisher gehabt haben, weil wenn die auf so eine coole Richtung gegangen sind, dann war das mehr so tanzmäßig oder so in so eine powervolle Richtung. Das hier haben wir seltener bisher gehört und dementsprechend bin ich intrigued. Okay, ich habe ein bisschen in Angst gelebt, war schon enttäuscht und dann wurde es wieder besser. Erstmal Sokwa's Teil, amazing, er klang super. Ist dieser Refrain der Refrain meiner Träume? Nein, aber er ist auch nicht so volle Kanne Tanzmusik, von daher, ich bin mal okay damit. Ja, Dongan klang gerade auch gut. Natürlich war Sokwa mehr meiner besser meiner Meinung nach. Aber es war okay.
Ich mag dieses How you like that und so. Die Passage finde ich ganz gut. Ja, das Lied ist in Ordnung, ne? Nicht mein Favorite, aber hab schon schlechtere gehört. Hier verstehe ich halt nicht so die Inklusion von dem englischen Teil, so dieses Can't Stop You in the Night oder was auch immer das war. Ich weiß nicht, warum so ein großer Part mitten im Satz Englisch sein muss, aber komm, lassen wir so stehen. Ja, das ist okay. Das ist okay, das kann man sich anhören. Ich finde White Light wahrscheinlich besser. Nicht wahrscheinlich, ich finde das besser. Aber von allen so Tanzrichtungsliedern ist das okay. Also ich glaube, ich mag den Flow und so von Fuse mehr. Aber es könnte unter Umständen mein zweitliebstes Tanzding sein. Also ich finde, an Momenten wie diesen merkt man, dass das Lied nicht so gut, weil sich nicht zu Ende geplant wurde oder was auch immer, weil da zum Schluss 3, 4 Mal den Refrain zu wiederholen, aber stattdessen keine coole Bridge oder sowas zu haben. Und das geht ja auch nur knapp 3 Minuten. Oh, da ist es. Da ist es, mein Video ist exportiert. Nein, what a joy. Okay, ja, also zu einem besseren Zeitpunkt hätte es ja gar nicht zu Ende sein können. Ey, ich bin stolz. Habe ich jetzt den Faden verloren, natürlich. Ja, also das Lied ging ja nur 3 Minuten und irgendwie 2,5 davon war der Refrain und das finde ich dann natürlich immer so ein bisschen doof, zieht natürlich das Lied auch runter für mich. Aber macht nichts, wir sind nämlich jetzt bei einem guten Lied. Ja, wir sind bei Bye Bye Bye. Habe ja schon gesagt, das Lied kenne ich und ich mag es. Nein, das hat keine Übersetzung, was soll denn das? Naja, werden wir mit leben, aber ist natürlich enttäuschend. Ich bin auf das Musikvideo gespannt. Ich glaube nicht, dass das Video mir so viel geben wird, aber ich weiß ja, dass das Lied gut ist, von daher. Yay. Kann mir mal jemand sagen, warum immer der hier der ist, der so die Fantasy-Haarfarben bekommt? Weiß ich nicht. Also, finden wir, blau steht ihm? Ich find's okay. Oh, Junge mit den langen Haaren. Uff, uff. Ist ein Ja, ist ein Ja. Ich liebe alles daran. Ich mag den Vibe. Ich finde diesen Tanzschritt mit dem Fuß. Ich liebe alles daran. Keine Ahnung. Ich finde, das ist mal was anderes von den anderen Liedern, die bis dahin herausgebracht haben. Und ich persönlich finde, das steht denen richtig gut. Sakuras Haarfarbe, so dieses Peach. Sieht super aus. Amazing ist ein Ja für mich. Ja, ich mag das Lied einfach. Das Video gibt mir jetzt noch nicht so viel. Bye.
Kriminell, wie süß Johann in dem Video schon aussieht. Ne? Kriminell. Ja, ich muss natürlich hier meine altbekannte Leier, ne? Ich gucke meine Videos schneller, dementsprechend habe ich das Lied schon öfter ein bisschen schneller gehört. Und es gefällt mir natürlich besser in schneller, ne? Also so ist es ja, oh bye, bye, bye. Und wenn ich das schneller höre, ist es, oh bye, bye, bye. Und es klingt irgendwie besser, aber ich präferiere ja immer die schnelleren Lieder, ne? Von daher, das war mir klar. Mit diesen Gedanken bin ich hier reingestartet und das ist in Ordnung. Ich mag das Lied einfach, es tut mir leid, es gibt mir voll die Sommerfeelings. Wenn ich das schon gekannt hätte, als ich damals eine längere Zeit in Spanien war, hätte ich das rauf und runter gehört. Gibt. Darf ich kurz was Wildes sagen? Jongha sieht so teuer aus mit der Frisur. Och, och, es sieht so gut aus. Oh mein Gott, bist du süß. Oh mein Gott, bist du süß. Du bist so süß. Er ist so süß. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte, er ist sehr süß. Ich mag einfach diesen Teil des Refrains so gerne. Und dann auch dieses It's time to say bye, bye, bye. Ich liebe alles daran. Und das Styling in den weißen Outfits. Ja, ja. Erstmal der Zopf von Jongha und dann dieses Halsding von Sokwa. Mhm. Aber auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, was man für den das Musikvideo hätte machen können. Weil ich habe ja schon gesagt, das packt mich jetzt nicht so krass. Ich weiß aber auch nicht, also ich meine, für das, was das Lied halt ist, ist das Musikvideo in Ordnung, ne? Oder nicht? Weiß ich nicht. Oh, bye, bye. Oh, bye, bye. Irgendwie voll crazy, dass immer All or Nothing oder so hervorgestellt wird als das Lied, was halt so die Essenz von We I ist. Aber ich finde, Bye 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 passt sehr viel besser in das Image, was ich von den Jungs habe. Ich finde das so crazy. Ja, was ich kurz am Musikvideo ein bisschen kritisieren muss, und es tut mir in der Seele leid, dass ich das kritisiere, weil es hat mir viel Freude bereitet, das Augenmerk auf Johann. Also, wer auch immer das Video geschnitten hat, der war auf jeden Fall ein Johann-Bias, weil man ist ihm ja nicht entkommen. Ich meine, ich will mich nicht beschweren, because this man looked gorgeous, aber so Nyunso zum Beispiel haben wir fast gar nicht gesehen. Also das ist so ein bisschen... Finde ich nicht in Ordnung, aber natürlich ist Bye 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 das beste Lied aus diesem Album. Ich glaube auch nicht, dass Ocean oder das andere das toppen werden können. Okay, vorletzte Lied für heute, wie gesagt, Ocean. Es gibt so viel. Okay, let's go. Yeah.
blending into you. 너라는 환상 속에 펼쳐진 paradise. Oh shit, oh shit, oh shit. Yeah. 넌 마치 도시 속에 피어난 Edelweiss. 흘러오는 시원한 느낌처럼. Sorry, habe ich fast eine Minute laufen lassen, ist mir nicht aufgefallen. Ja, finde ich ganz nice. Also ich muss schon sagen, dass mir dieses Album schon besser gefällt als das Album davor. Ich finde, die Lieder hier sind sich alle so ein minimales bisschen ähnlich, aber die sind alle stimmig, die passen gut, die Jungs klingen gut. Ja, Ocean gefällt mir bisher. Auch ganz gut. Irgendwie, keine Ahnung. Es scheint mir, als hätte We All super viele Lieder, die ich halt vollkommen in Ordnung finde und die ich mir auch nochmal anhören würde, wo ich nicht wirklich was zu meckern habe. Aber selten sind da Lieder dabei, die ich wirklich aktiv richtig, richtig nice finde. Und ich hoffe, dass wir da halt noch welche finden, ne? Weil jetzt, dadurch, dass wir uns Bye 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 jetzt schon angehört haben, das ist das einzige Lied, was ich halt noch kannte. Das heißt, ab jetzt bin ich halt blind, nö. Ich hoffe wirklich, dass wir noch Sachen finden, die mich wirklich begeistern und Lieder, bei denen ich halt wirklich eine Meinung habe. Vielleicht, wir können von mir aus auch irgendwas finden, was ich richtig schlecht finde, aber was eine Meinung in mir hervorruft. Weil das kann man sich anhören, das ist nice, das ist wahrscheinlich, finde ich das wahrscheinlich besser als Waiting. Aber weiß ich nicht, das ist halt irgendwie nicht genug. Want it, you are love 말고 필요 없어 고집스러운 장난까지 더 와 너가 나의 ocean view 마치 헤어날 수 없어 baby 빠져들게 돼 Wait 사조되게 되고 나도 바라보게 돼 느낌없이 어디든 따라가게 돼 나라 너 나랑 내 바람 You're my ocean ocean ocean. Den Teil zum Beispiel, den hätte ich richtig gut finden können. Ich fand den Flow gut und ich fand, Dejan hat es auch gut gemacht. Aber der 35 Mal das Wort Ocean zu wiederholen, weiß ich nicht. Mir fehlt irgendwie so dieses, weiß ich nicht, dass die Lieder sich wirklich gepolished anhören. Also so dieses gewisse etwas, dieser letzte Schliff, der fehlt. Hier halt auch, ich finde der Refrain ist absolut okay, aber es sind irgendwie relativ viele englische Passagen und das lässt es so ein bisschen repetitiv rüberkommen. I don't know, ich will nicht die ganze Zeit eine Negative Nelly sein und mich die ganze Zeit beschweren. Ich finde schon, dass dieses Album besser ist als das letzte. Aber, naja. Seht ihr, was ich meine? Auch hier wieder. Ich fand Dejans Teil gut. Der Flow war gut. Und dann war da so viel Englisch. Ich weiß nicht, was das soll. Bisschen weniger Englisch. Lass den Jungen doch einfach mal eine größere Portion einfach auf Koreanisch rappen. Und ich glaube, dass er dann ein guter Rapper sein könnte. Aber das, die Lieder wollen das irgendwie nicht. Ja,
Na, das ist ein Lied. Das ist ein Lied. Das ist auch eins der besseren, denke ich, die ich von den Jungs kenne. Ja, hab mir halt nur ein bisschen, ja, halt einfach mehr gewünscht. Einfach ein bisschen mehr. Aber naja, egal. Wir bringen dieses Video jetzt zu Ende mit 16 Rui Bilder. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ihr Junso hier auf diesem Bild seht und denkt, dass der Junge der Magne ist. Der gibt mir so selten Magne-Energie, das ist der Wahnsinn. Aber was hier schon wieder abgeht, ist eigentlich auch der Wahnsinn. Wow, he looks like a princess. Amazing.것만 같았던 하나가 된 순간 여전히 난 믿기지가 않죠. 아픔마저 참으며 내 편이 되어준 그대 이제 울지 말아요. 나 사실은 많이 두려웠어. 여전히 좋은 날들이겠지만 다 잊고 서로 손을 잡아 좋은 날이 오기를 간절히 기도할래요. Ja, wieder was Langsames. Finde ich ganz gut, weil wir müssen irgendwie die ganzen Tanzlieder ausgleichen. Das ist ja das erste eigentlich richtige so Fansong. Von daher ist okay, drittes Album, da kann man sowas ruhig mal machen. Yunso fand ich gerade sehr, sehr gut. Ja. 너의 빛이 되어줄게 난 서로에게 별이 되어주는 밤 채워가 우리 얘기들 좋은 날이 오기를 고마워요 날 품에 안아줘서 무대 위로 오른 그날 우리 옆에 별이 되어준 Ja, es gibt mir Drama-Mucke, Sally. Ihr wisst, das ist nicht immer das Beste, ne? Also, wenn es nach mir geht, sollte mir nur weniges Drama-Mucke geben. Ich mag auch nicht die Betonung von Kumaoyo. Also, wie das in die Melodie passt, mag ich nicht.싫은 말야 내 눈앞에 보이는 현실이 믿기지 않아 일부러 좋은 것만 보내 괜시리 다시 첫 걸음을 내딛네 나 혼자인 게 싫었었나 봐 이유 없는 고마움은 없고 함께 해준다는 걸로 이젠 그 이유가 됐어 같이 이겨내는 걸로 약속해 눈물을 꼭 참고 머금었고 시태볼게 stay forever 이제 Merkt ihr selber, ne, wie viel besser Daehyun klingt, wenn man dem einfach eine längere Passage gibt mit minimalem Englisch. Merkt ihr doch selber, dass das sehr viel besser klang als die meisten anderen Sachen, die er bisher gemacht hat. Ich meine ja nur. By the way, finde ich den Pre-Chorus, der jetzt beide Male von Donghan übernommen wurde, sehr, sehr nice. Aber dass wir dann in den Refrain reinsteigen, der mir so gar nicht gefällt, ist sehr enttäuschend. 날 품에 안아줘서 무대 위로 오른 그날 우리 옆에 별이 되어준 그대 고마워요 내 맘을 알아줘서 나를 Also ich glaube, als Fansong finde ich das Ganze okay, weil dadurch, dass es so viele Lieder gibt, die so klingen wie das hier, oder zumindest wie der Refrain, gehe ich ja davon aus, dass die koreanische Bevölkerung Lieder wie die hier mögen. Ne? Von daher finde ich, ist das als Fansong okay, aber es trifft halt einfach nicht so meinen Nerv. Ja,
ne, hätte ein schlimmeres Lied sein können, ne? Hätte mir weniger gefallen können, muss man ja sagen, wie das ist. Ne? Okay, Freunde, abschließend war das Album schon besser als das letzte. Ich würde sagen, die Reihenfolge ist Bye Bye Bye, dann Ocean, denke ich, dann White Light, dann Waiting und dann Ryu, denke ich. I don't know. Ganz sicher bin ich mir nicht, ne? Wie gesagt, es ist besser als das Album davor, aber komplette Begeisterung sieht halt auch anders aus, ne? Ich hoffe, dass wir im Laufe ihrer Karriere noch auf oder über Dinge stolpern werden, die mir kompletterweise alles geben, was ich mir wünschen kann. Wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung. Ja, hätte schlimmer sein können, ne? Schreibt mir gerne alles, was ihr mir sagen möchtet, in die Kommentare. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag und bis zum nächsten Video. Bye!